So, einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Sind ja schon einige am Start, lese ich. Dr. O, Loki63er, hi, auch am Start. Jörg ist da. Miss Wolves 13 ist da. Hello, good morning. Ja, herzlich willkommen. Schauen wir mal, was heute am Airport so los ist. 380er ist schon gelandet. Den habe ich leider nicht draufkriegen können. Da war ich ein bisschen zu spät. Steht schon am Gate. So, da steht er. A380. Ja, sorry. Wieder schönes Wetter in Frankfurt, Sonne scheint, was will man mehr? Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ist der Ton gut, ist das Bild okay? Würde mich gerne mal wissen über ein Feedback von euch. Vielleicht können wir den Ton ein bisschen wieder runterschrauben wegen der A5 im Hintergrund. Wer es noch nicht weiß, die Centerbahn ist gesperrt für bis zum 16. Momentan landen sie alle auf der Südbahn oder auf der Nordwest. Und starten ganz normal auf der Südbahn noch raus, ja klar. Und auf der Startbahn West. Ich glaube, man sieht auch gerade auf dem Bild im Hintergrund die ganzen LKWs, die gerade auf der Südbahn sind. Auf der Center sind, sorry. Die den Asphalt sozusagen, ich glaube, 5 oder 6 cm abarbeiten. Ja, ich bin ein bisschen früher am Start. Bild und Ton okay, sehr gut. Dankeschön, Dr. O. So, schauen wir mal, was im Anflug ist. Sind eben schon zwei 747 gelandet. Dreamliner Usbekistan steht auf Position. Ah, auf jeden Fall Außenposition, nicht am Gate. So, im Anflug Eurowings aus Korfu. Auch eine schöne Lackierung, die Maschine gerade hier hinten. In Orange, habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist das für eine Airline? SkyUp Airlines nach Antalya.
Hallo Darmstadt 98 aus dem Homeoffice. Habe so auch noch nicht gesehen, die Airline in Frankfurt. Ja, ich sag's nochmal in die Runde. Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Seid gegrüßt, schön, dass ihr da seid. Ich direkt mal die Kamera rausholen, weil die kommt ja direkt auf uns zu jetzt. Direkt dahinter die Lok. Polnische Airlines. So, sehr schöne Lackierung.
104 Zuschauer sind wir schon. Sehr schön. Gerne auch ein Like da lassen. Wem es gefällt, gerne auch abonnieren, Glocke aktivieren. So. Das war gerade A320 aus München. Dann haben wir auf der Nordwestbahn aktuell 777 aus Toronto. So, da wird die Eurowings rüber zum Terminal geschleppt, eins oder zwei, eins von beiden. Drei 19er, oder? Moment, nee, dürften 320er sein. Da kommt man manchmal durcheinander mit diesen 319er und 320er.
So, als nächstes Air France. Hopp, E170 Embraer. Hier sieht man die Bauarbeiten. Ja, hier sieht man die Bauarbeiten von der Centerbahn, wie der Asphalt abgetragen wird. So, dann nächstes haben wir, was auf die Südbahn runtergeht, Lufthansa A321 aus Kopenhagen. So, als nichts Größeres kommt die United 777 aus Houston. Aber davor kommt die Lufthansa aus Kopenhagen. Ja, genau, Darmstadt 98, habe ich auch gesehen. Die Condor ist wieder da. Matthias ist gut gelandet hoffentlich. Wenn er gerade den Stream sieht, dann herzliche Grüße von uns. So, 321 Lufthansa im Anflug aus Kopenhagen. Schauen wir doch mal, ob ein paar Queens sich langsam... Oh ja, stimmt, Wolf.
Hast du recht, vielen Dank für die Info. 1, 2, 3. 3 Stück, sehr schön. Geht wohl. Auch eine schöne Lackierung. Geht wohl auf die 1,8 raus. Oman Air. Nach Muscat. Ich glaube, da steht auch die Anna im Hintergrund. Das ist die, glaube ich, mit der Star Wars Lackierung. So, als nächstes. Im Anflug. The United. Grüß nochmal alle, die neu dazugekommen sind. Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mittlerweile sind wir schon 157 Leute sind dabei im Stream. Herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank, gerne auch abonnieren, liken. Würde ich mich sehr freuen drüber. Temperatur 15 Grad, 270 Wind aus 270 Grad West, 8 Knoten, okay. Das ist soweit in Ordnung. So, schauen wir mal. Condor 757 auf die Nordwest. Da steht Singapur, Türkisch Airlines, Condor, A330, blau-weiß im Heck, ganz da hinten am Ende die Air Canada, Sun Express, Lufthansa, Etihad, dann noch eine Lufthansa dahinter. Usbekistan Airways mit dem Dreamliner. Pushback für die United. Ne, Moment. American Airways. Moment, das ist United. Finnair A350. Haben wir noch eine United Dreamliner. Da auch noch Eurodisco A330. China Airlines. Und dann haben wir hier noch die American. Kommt gerade hier Pushback. Oh, die SARS im Anflug CJ9.
Ja, und die Anna Star Wars ist auch da. Die steht auch im Terminal. Gerade wo ich aufgebaut habe, haben sie die gerade von Terminal 3 rübergeschleppt. Also die ist auch am Start. Aber ich weiß nicht, wann sie rausgeht. Vielleicht weiß es jemand. Also noch, ob sie heute Abend rausgeht oder heute Mittag noch. Vielleicht sehen wir sie dann mit der Star Wars Lackierung. Horizont, Moment. Ja, stimmt, die Ausrichtung stimmt nicht ganz. Mal gucken, was man montieren kann. Nächstes im Anflug. Der Dolomiti. Was auch sonst, ne? So oft wie die nach Frankfurt kommen. Ist ja fast wie ein Taxibetrieb. So, da sehen wir nochmal die United 777 aus Houston, gerade gelandet. Oh, da sieht man die SAS. Scandinavian. Im Anflug die TUI 737. Wow, das ist eine Max. 737 Max. So, da sieht man auch eine 747 auf der 18. Geht nach Los Angeles. Oh, normalerweise Südbahn. Das ist mir auch neu. Dass sie auf der 18 rausgeht. So, was als nächstes im Anflug? Oh, die American Airlines wird wohl auch auf die 18 rausgehen.
habe wohl einen Motorschaden auf der Autobahn. So, Emirates 777 hat auch einen Pushback bekommen. So, jetzt Takeoff für die 747 Los Angeles. Na, wo ist die Max? Da ist sie doch. TUI Fly 737 Max. Aus Heraklion. Mich wundert's, dass nichts auf die Südbahn rausgeht. Alle rollen sie runter zur 1.8. Das war gestern aber nicht so. Ja, wie Flieger auf der 1.8 gerade stehen. Das ist ja ein richtiger Stau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es werden noch mehr. Bitte? Wieder live dabei. Ja, genau. Wir haben uns schon mal getroffen. Okay. Ah ja, stimmt, drüben, genau. Ja, genau. Stimmt. Also eigentlich ist da drüben mehr los als hier, gell? Ja, gestern war hier mehr los irgendwie. Gestern sind die also Flieger alle hier. Alle Langstrecken gehen alle über die 1.8 raus. Nordamerika, alles. Ja, komisch, ne? So. Lufthansa 321. Guter Standort hier, gell? Diese ganzen Zäune da, ja. Und Lampen. Das stimmt, ja. Da bietet sich nur der Affenfelsen an. Da bietet sich ja, nur der Affenfelsen an. Wir lassen auch nicht viel landen hier, ne? Auf der nee, sehr ruhig. Jeder Tag ist es anders hier am Flughafen. Bitte? Jeder Tag ist hier anders am Flughafen. Ja. Gestern standen sie hier alle 747, 777 hintereinander. Ja, jetzt haben sie Erfahrung gesammelt, haben gemerkt, das ist doch vielleicht ziemlich eng wird vielleicht, ja. Zeitrauben, die ganze Geschichte. Es geht besser, wenn die alle auf die 1.8 gehen und da raus. Ja. Oder auch vom Wind hängt es ja auch manchmal ein bisschen ab. Ja. Ja, aber es sieht so aus, als ob hauptsächlich die Nordwest, die 25 links genommen wird und dann die 1.8. Ja. Und hier nur mal ab und zu, also wenn halt eine groß kommt. Ja. Bis jetzt kam ja auch noch fast nur klein.
Also scheint es sehr günstig hier zu sein heute. Ja. Ja, gestern war es wunderbar hier. Ja? Ja, vorgestern. Ja, ich habe auch gesehen, also vorgestern sind viele hier entlang gerollt. Genau. Die Südbahn raus. Und zum Fotografieren auch schlecht, weil der Zaun immer und die Lampen da im Weg sind. Ne? Ja. Schauen wir, was noch im Anflug ist, ansonsten hat das hier nicht viel Sinn. Ja, jetzt kommen ja noch eine 747. Ja, China 777 kommt noch. United kommt noch 777. Ja, kommen ja noch ein paar große Flieger rein. Aber das meiste passiert gerade an der 1.8. Ja, die 777 scheint auch auf der 25 rechts zu landen. Ja, können den kommen. Ja, naja, mal sehen. Ist hier immer so viel los. Bitte? Hier ist so viel los, so viele Leute hier. Hier ja. Ja? Ja. Ich war also schon lange nicht mehr da. Ein ganz normaler Flugverkehr herrscht, ja, ist hier viel los. Ob Start oder Landung ist, hier ist immer viel los. Viele Familien. Hierher. Ja, die China, die geht ja meistens hier Terminal 3. Ja. Aber die United geht auf die rechte. Ja. Ach so, ja, leider. Jetzt müssen wir einfach mal einen Positionswechsel machen. Weil hier ist ja mega Stau an der 1.8. Da werden wohl alle 747 alle rausgehen da auf die 1.8. Ja, ja. Alles Nordamerika, alles da drüben raus auf die 1.8. Aber nur der erste Tag so schön. Ja, das geht halt einfach flotter, nehme ich an. Auch, weil hier kommt ja dann noch Landungen dazu. Ja, genau. Ja. Wenn mal jemand durchstarten muss dann oder so. Die warten und lauter so Kram. Gut, schauen wir mal, was noch runterkommt. Ansonsten machen wir jetzt Positionswechsel. So, die Air China Shanghai kommt jetzt runter. Dann noch eine 747. Ein 340er kommt noch. Ja gut, der geht meistens auf Nordwest auch runter. Ein 340er Star Alliance aus Denver.
So, Herr China. Gut, ich warte jetzt noch die 747 ab und dann baue ich drüben auf. Ja? Ja, es hat ja keinen Sinn hier, also. Ach weißt du, der geht mir echt wieder auf den Sack hier, der Typ. Sorry Daniel, aber du übertreibst es langsam. Geh woanders hin. Ja, ich denke auch, Wolf. Es hat keinen Sinn hier. Oh, 747. Den nehmen wir noch mit. Da geht aber der erste Flieger raus über die Südbahn. Und der nächste auch wieder. Ist wirklich heute ein bisschen ruhig, muss man ganz ehrlich sagen. Der erste Tag, als die Center gesperrt haben, war wesentlich mehr los. Da sind die auch nicht alle auf der 1.8 raus. So, schauen wir noch, was im Anflug ist.
340er geht Nordwest runter. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren. 1 für die 1,8 Kopf am, also 1,8 Kopf für die 1 und 2 bleiben. Mal gucken, was die Mehrheit sagt. Also wie gesagt, 1 für die 1,8 drüben, 2 für hier bleiben. Kleines Modellflugzeug gelandet. Ah, wir schreiben ja viele hier. Schau mal. Also, dann entschuldigt mich. Ich gehe jetzt offline und pack die Sachen zusammen und gehe rüber. Schauen wir mal, ob wir Affenfelsen hinbekommen oder ob wir im Kopf von der 1,8 hingehen. Eins von beiden. Also, macht's gut, bis gleich.